Habe ich Betriebskosten von 650.000 pro Jahr. Und bei der Diesel-Lok der Klasse A4 habe ich 750. Also das ist jetzt kein großer Unterschied, so dass ich jetzt sagen würde, ja, unbedingt. Ja, deswegen... Okay. Also das lohnt sich dann jetzt offen gestanden noch nicht wirklich. Güterwagen, offene Güterwagen und Passagiere, die haben wir alle ausgelistet. Lassen wir mal die Zeit ein bisschen schneller vergehen, um halt direkt mit den nächsten zu starten. Die Frage ist natürlich auch, wirft die Linie überhaupt was ab? Oh, gute Frage, auf die Frage. Finanzen? Ja. Die wirft ordentlich ab. Wir sind jetzt im September und es sind mal eben entspannte 4 Millionen, die abwirft. Im Plus. Aha. Warten wir jetzt mal ein bisschen weiter noch ab. Also, ich denke mir sicher noch. Toll. Ganz großes Kino. So, komm, weißt du was? Wir fahren mit dem jetzt mal mit. Wir fahren mit dem jetzt mal mit. Was ich allerdings schön finde, habe ich schon in Videos schon gesehen. Das finde ich wirklich schön. Du kannst mit den Zügen direkt mitfahren. Ne? Also das sieht, also du kannst jetzt nicht so mitfahren, so wie ich jetzt zum Beispiel mitfahre, also oben drüber. Oh yeah. Okay, noch nicht. Sondern da ist, das sieht ehrlich gesagt richtig cool aus. Das sieht aus, als wenn du im Führerstand der Lok mitfährst. Halt auch mit Linienbezeichnung und allem drum und dran. Also ehrlich gesagt, das sieht nicht schlecht aus. Da bin ich schon begeistert von. Bist ein Fan von? Ob ich da ein Fan von bin, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber es sieht zumindest ziemlich cool aus. Gut, man kann den Zug nicht steuern. Aber es lohnt sich. Es muss ich ehrlich sagen, es lohnt sich. So, okay. Ich habe die Errungenschaft freigeschaltet. Transportmaster. Natürlich, ich bin natürlich ein Master. Fumbi, du darfst dich gerne jetzt dazu äußern. Du kannst es aber auch gerne sein lassen. Das wissen doch unsere Leute schon. Du kannst es auch gerne sein lassen, dich dazu zu äußern. Also wenn du Meister wärst, ne? Dann, naja. Ich warte ehrlich gesagt auf den absolut sarkastischen Kommentar dazu. Da warte ich ehrlich gesagt drauf. Ich wette ihr doch auch, oder? Nee, aber ich sag mal so, wenn du Meister wärst, jetzt schon alles auf Elektronik umgerüstet. Die Gleise sind schon alle auf Elektronik umgerüstet. Aber deine Züge. Ja, die Züge, das bringt noch nichts. Die sind noch zu langsam. Die Züge sind noch zu langsam. 1,51 müsste es doch eigentlich aber schon losgehen. Ja, mit Loks habe ich habe ja gerade schon eine Lok ausgerüstet. Oder für mal, ich habe ja gerade bei den Loks nachgeguckt. Ja, nee, du musst mal gucken, aber auch wegen der Zugkraft von den Elektroloks gegenüber den... Die Zugkraft, ist der Diesel-Lok eindeutig überlegen. Eben, und da kannst du nämlich mit ihr mehr Anhängern fahren. Das ist ja der Vorteil von den Elektroloks. Aber ehrlich gesagt, ich würde gerne die Ringlinie in zwei Richtungen laufen lassen. Denk mal, das wird in den nächsten... Bitte? Das ist doch möglich. Das ist doch genau. Ja, auch mit Signalen und allem drum und dran. Und hast nicht gesehen? Ist kein Problem.
Du musst bloß eben die. Habe ich ja bei meiner Linie auch. Mhm. Oh, okay. Habe ich auch hier in zwei Richtungen laufen lassen. Schon in zwei Richtungen laufen. Bloß, ich sag mal so. Ja. Das Problem ist, es gibt keine Intelligenz dafür, dass. Also, ich sag mal so, das nimmt sich eigentlich nur Geld weg. Das Einzige, was du machst, dass die Passagiere dir nicht abhauen. Das ist das Einzige. Aber du nimmst ja effektiv für Geld ab, weil die Passagiere zahlen für die Länge, mit der hier, wie sie gefahren sind. Mhm. Aber es gibt ja auch Leute, die wollen ja auch wirklich nur von A, also jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Ringlinie allgemein ansehe, das sind 6 Halter. Die wollen von Daun nach Osterwohle. Ich weiß das hier, aber das Problem ist, Herr Thorsten, hier, wenn die Strecke länger ist, die fahren, kriegst du auch mehr Geld rein. Okay. Ja, ich denke, weil ehrlich gesagt, man muss sich das so vorstellen. Stell dir mal vor, du sitzt im Zug, der eine Ringlinie ist. Ich glaube, Berlin gibt es sicherlich auch Ringlinien oder in Wuppertal. Ich weiß das, Thorsten. Oh. Du verpennst die letzte Haltestelle. Und dann bist du plötzlich, und dann wachst du dann auf und guckst auf die Haltestelle. Scheiße, hier war ich doch schon mal. Ich weiß, Thorsten, ich weiß. Ich wollte es nur mal in den Raum gestellt haben. Das Problem ist, du hast eben nicht hier, wenn du eine Linie machst, wenn du zwei Linien machst, die sich in gegengesetzte Richtung laufen. Mhm. Das macht vielleicht die Passagiere glücklich, ne? Mhm. Aber du hast das Problem, dass dass der Gewinn nicht hier zu 100% erhalten bleibt. Auch wenn du die gleiche Anzahl mit Fahrzeugen hast, sondern der Gewinn an sich. Ich sehe hier gerade was. Ja, erzähl ruhig weiter. Auf 75-50% heruntergeht. Mhm. Ich sehe hier gerade in Osterwohle, habe ich noch gar kein Busdepot. Ich habe hier doch gar kein Busdepot. Mach doch auch nicht. Doch. Hier vorne hin, vom Busdepot. Bitte? Die fahren hin vom Busdepot. Ja, schön, aber wenn ich ja keine Haltestellen habe. Ja, das ist natürlich. Doof. Hm. So, okay. Mache ich aber großen Platz. Ja, nee, wie gesagt, das Problem ist, wie gesagt, wenn du zwei entgegengesetzte Linien hast, die nehmen sich die Fahrgäste gegenseitig weg und hier die Einnahmen verringern sich. Okay, aber ich muss hier erst hier Gebäude entfernen, damit ich hier bauen kann. Weil auch wenn das gefällt denen nicht. Aber, offen gestanden, wie ging das nochmal? Gruppieren, ne? Mhm. Am besten im Pausenmodus. Ja? Okay. Ich glaube, er hat es gefressen. Es sieht zumindest stark danach aus, als wenn die beiden Symbole sind miteinander verschmolzen. Das heißt, jetzt kann ich hier den ganz normalen Busverkehr etablieren. So, dann machen wir das aber. Das die Haltestelle nochmal weg. Weil. Du musst nochmal auf. Da ist. Pass bei deinen. Ob deine Linien dann noch stimmen jetzt. Die Zuglinien. Das ist weil die Ringlinie. Wenn der Haltestellennamen sich nämlich ändert, kann es durchaus sein, dass passt. Der das passt. Die Haltestelle rausschmeißt. Das passt, der hat die Ringlinie noch, ich lasse die Zeit mal laufen. Okay. Auch mal ein bisschen schneller laufen, dann warten wir jetzt darauf, dass sie eintrifft. So. Okay, die Ringlinie hat einen Takt von 4 Minuten.
Das ist ein guter Ausgangswert. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu viel für Bonn. Ernsthaft? Ja. Also, wenn die Wagen, dann sind nämlich die Wagen nicht mal ansatzweise ausgelastet. Und du machst Verlust in durch die hier, durch die Fahrten. Okay. Dann schicken wir nochmal einen Zug mit. Ich glaube, das sollte reichen. So, schicken wir nochmal einen raus. Oh, dem folgen wir dann. Ich hoffe, dass dann auch jetzt mehr Personen, dass da auch deutlich mehr Personal reinkommt. Also deutlich mehr Personen befördert werden. Ich hoffe es. Und dann werden wir jetzt den in. Hatte ich denn jetzt gerade das scheiß Busdepot hingebaut? Ach, in Osterwohle werden wir dann gleich mal den. Bisschen erweitern. Ne? So, 126 Passagiere sind jetzt drin. Beziehungsweise können aufgenommen werden. Weil ich will auch, verständlicherweise will ich auch die Wartezeiten auf ein Minimum beschränken. Also, dass sie vor irgendwelchen Signalen warten muss. Eben. Boah, das heißt, wir lassen ihn jetzt mal laufen. Boah, wie sieht's eigentlich mit meinen Fahrzeugen aus? Straßenfahrzeug sollte ersetzt werden. So, das ist das. Dann schalten wir mal das frei. Ja, weiß, dass ich es erst festmachen muss. Okay, du hast Güter geladen. Oh, dann hau mal rein. So, okay. Cool. Güter Sägeberg. Oh, warten wir jetzt kurz darauf. Okay, in Oberhof ist das so stark, dass ich mir da gar keine Sorgen drum machen muss. Das ist perfekter ÖPNV. Also in Oberhof war mal eben entspannt, komplett, ist der komplette Zug mal eben entspannt vorgemacht worden. Geil. So, Güter Sägewerk. 27. Du hast auch Güter geladen. Das heißt, ich tausche ihn auch mal aus. Und zwar, du fährst auch bitte Güter. So, dann. Güter Sägewerk. Geistlingen. Den wählen wir hier auch mal bitte. Was aus? So. Also, wie gesagt, die Güter auf der Ringlinie, die wirft ganz schön was ab, ne? Aber ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, ob ich das so lassen möchte, so. So. Warum? Weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, der ist zu, ehrlich gesagt ist es mir noch, ich bin mir nicht sicher, ob das von den Signalen her auch klappt. So, Bockem Kohle. Ist mit Kohle unterwegs, ja.